Oder so, ich leg hier mal. Obwohl, die kann wieder ins ME. Ist gut, wir haben ja da eh von. Kommt noch übrig, unser Glassbau-Stone-Block hängt immer noch da oben. Frage ist. Ja, können wir hier direkt da runter machen, ne? Okay, ja. Mein Finger spinnt gerade ein bisschen rum. So, Finger. Ruhig bleiben und keine Auswirkung hier machen. Da ist das Kabel. Den Innenraum würde ich gerne so behalten. Das andere wäre. Nein, ich brauche gerade keinen Beutel. Das andere wäre, wenn wir jetzt hier da ein Loch einschlagen. Ah. Irgendwie so ein Jackpot-Loch erwischt. Ah, jetzt habe ich Werkzeug aufladen. Ganz wichtig, Werkzeug aufladen. Müssen wir immer noch da hinten tun, weil ich einen größeren Safe bauen wollte. Aber da halt Material vorbereiten. Können wir auch noch aufladen. Alles vorzubereiten, das ist natürlich eine heftige Sache. Wo ihr gerade seht, Kingslime Werkzeug, das haben wir davon. WTF hat einen Kingslime gefunden, gefangen und einfach in den Autospawner gepackt. Und den spawnen wir jetzt ab und zu mal, und wenn wir Werkzeug brauchen, beziehungsweise ein billiges Werkzeug, wie jetzt eine Axt oder ein Schwert, dann holen wir uns das daraus, weil die spawnen extrem gutes Werkzeug. Problem ist natürlich dabei, wenn man damit arbeitet, dass kleine Mini-Slams immer entstehen. Die natürlich ein bisschen nervig sind. Aber das ist jetzt auch nicht so eine große Sache. Da können wir mit umgehen. Da können wir mit umgehen. Das ist kein Problem. Der holt aber. Er hat aber viel Strom gespeichert, ne? So, da. 2 Millionen. 2 Millionen F. Das ist natürlich heftig. Steht das auch, was man damals reingepackt hat? Flux, okay. Flux wird noch angezeigt. Aber Speed auch gut. Speed ist okay. Ich hatte mal einen Hammer, der hatte Speed von 330. Ich glaube, der hätte 33er Speed. Der hatte aber auch jeden. Der hatte Papier und so einen allen möglichen Mist, wie man das erkennt. Papierhammer, Papierstiel. Dann hat er noch Modifiers bekommen, extra alles ausgebaut. Das war damals ein guter Hammer. Konnte man super gut mitfahren. Bin solche Gänge hier. So, jetzt die Frage. Ja. Wir machen die Mauer. Das heißt, das was hier ist, kommt natürlich auch noch weg. So. Dann machen wir. Oder der Mauer wieder? Ne, Mann. Dreiergang. Ein Zweiergang. Links, rechts, dann die Dinger dahin. Ne, da mache ich lieber nur einen. Fühle ich mich hier auch nicht so eingeengt hier. So, natürlich den Boden ausheben. Ah, ne, da kommt der Mauer hin. Ich bräuchte das ja auch nur bis dahin machen. Natürlich den Rest hier noch raus. So, das wäre das. Ja. Jetzt machen wir noch Decke rein. Wie habe ich die Decke denn noch? Die habe ich so um durchgezogen, ne? Ja. In dem Fall ja da auch. So. Was ist denn? Ach, hier sind die Inscriber schon, okay. Natürlich auch interessant. Wo wir alles rauskommen hier. So. Weil hier können halt die ganzen Deep Storage später rein. Die wir benutzen für die ganzen großen Sachen. Hier kommen nur zwei Kabel rein. Wie haben wir denn hier? Vielleicht reicht auch eins, wenn wir jetzt ein Dance-Kabel runterziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8.
Tolle Kombi, wenn wir hier vorne die ersten nicht machen, sondern die zweiten Reihe gleich nehmen. Dann machen wir achte. Oder machen eine Mitte ein Dänzkabel hin. Und ziehen es dann hier durch. Das ist auch eine gute Idee. Ziehen wir hier unten rund durch. Und nehmen einen Kabelschacht wieder hinten. Und lassen uns das dann laufen, weil die Monsterfarm habe ich auch noch nicht gemacht. Also wir haben viele Projekte am Laufen. Und wir hatten erst gesagt, dass wir nicht so viel im Voraus aufnehmen, aber beziehungsweise Voraus. Vorarbeiten ist aber gar nicht möglich. Da oder alles in Aufnahmen zu machen, zum Beispiel Farm, wollen wir gar nicht in Aufnahmen machen, vorbereiten. War jetzt der Plan. Machen wir okay. Machen wir mit in der Aufnahme. Soll natürlich auch jeder sehen. Und seitdem wir am Denken sind, da die Mods super umfassungsreich mittlerweile geworden sind, war der Plan dann ganz einfach, dass wir sagen: Okay, wir lassen die so. Und schauen uns das dann an, wie das dann die ganzen Mods läuft und gucken uns das Ganze an. Wie, was können wir gestalten? Wie können wir wo was gestalten? Und wie man sieht, verändert sich viel, aber nicht so viel, dass man was verpassen könnte. Sicher, Reaktor, wie habe ich das Zeug hergestellt? Das ist ganz einfach, da habe ich Schneebälle genommen, mit Molten-Redstone übergossen. Dann habe ich Bliss bekommen. Beziehungsweise die Vorstufe vom Bliss Powder. Die habe ich dann mit Redstone, Nether und Glowstone verbunden. Ja. Und daraus habe ich dann halt das Material gewonnen, in flüssiger Form, später. Das habe ich dann in den Reaktor einzeln reingekippt. Jedes Feld, was im Reaktor frei ist, ist ein Eimer, weil das Zeug auf dem Boden fließt. Das heißt, man kann es von oben befüllen und es fließt den ganzen Reaktor wieder runter, bis alles bedeckt ist. Und das war sehr teuer, muss ich dazu sagen. Wir haben viel Material verbraucht und ich habe hier gerade bis. Aber ich habe dann eine Spitzhacke einzeln. Und Fackeln. Die können wir schon mal hier auf die Schnelle platzieren. Ja, habe ich ja nicht bedacht, dass ich doch bis zur Decke gemacht habe. Aber dafür habe ich hier mittlerweile diese Spitzhacke bei mir. Aus guten Gründen. So, Baubeutel wieder alles rein. Kurz hier sortieren. Na, guck mal, da haben wir wieder einen Platz frei, dass da rein kann. Fackel. Trinken die Eimer natürlich. Und so geht das den ganzen Tag. Ihr seht ja noch, ich habe einen Smelter, ein bisschen Segment und einen Smelter bei mir. Und die sollten noch hier rein. Aber ich habe jetzt gedacht, komm, das reicht. Soll erstmal so laufen über den ganzen Tag. Man sieht aber. Er verbraucht sehr viel. Er verbraucht jetzt hier gerade Aluminium, was Aluminium natürlich hier drin brennt, was natürlich ein bisschen blöd ist. Jetzt können wir mal gucken. Hier haben wir Ferrus und Kupfer. Apropos Ferrus und Kupfer kann Schein hier nicht sogar rauskommen. Shiny Pulverized, Shiny. Ja, keine Ahnung, das wird sich dann wohl irgendwann festhängen. Vermute ich mal. Das sehe ich dann aber. Jetzt haben wir den Raum schon, aber die können wir später da hinten runterführen. Dann können wir die Dance-Gelbe schon für verbrauchen. Ach, hier habe ich ja keinen. Hier habe ich ja nur das große Loch hier zum Runterspringen. Das heißt, wir machen jetzt 1, 2, 3, 4, 5. So. Weil das ja auch nur 8 sind. Das bräuchte ich ja gar nicht mal. Das müsste sich ja nur hier im Untergrund verbinden. Gibt es ja so Covers, die man dafür finden kann. Das müsste ja nur bis dahin. Na, nicht mal, das kann ja auch bis. So. Das wäre ja das. Das heißt, der Ursprung eigentlich ist da. Ich würde ihn aber jetzt nicht so brutal irgendwo reinstecken. Schaue ich mal, wenn ich jetzt.